So, Leute. Ihr kennt ihn. So, wir werden jetzt mal Krummkalle. Noch eine Runde. Den Beast noch mal ausprobieren. Und dann werden wir alle auseinandernehmen. Dann machen wir noch eine dritte Runde. Und dann picken wir alle durch. Dann zerficken wir alle. Zerficken wir. Wir zerficken euch am Monokoi. Ist jetzt gut? Zerficken wir euch, Alter. Ist jetzt gut? Gibt's was zu essen bald? Nein. Warum nicht? Du hast schon auf Ficken gesagt. Den Bumsen. Du hast Bumsen gesagt. Kappa, 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 Kappa. Du hast ganz oft Kappa gesagt. Noob, du. Kannst du Gerechtigkeit? Könnt ihr den Tanz, Leute? Wenn ja, dann sagt ihr mal. Schreibt in die Kommentare nein und wenn ihr den nicht. Wir holen uns den Brute nicht heute. Wir gehen in Tilted Towers. Das gibt's noch. Ja, Tilted Towers wurde geändert. Du darfst jetzt nicht mehr bauen und nicht zerstören. Ach stimmt, ja, davon habe ich gelesen. Midwest. Davon habe ich gelesen. Und das da wird bald verschwinden. Das der von der Nicht-Bauzone habe ich auch noch gelesen. Dass sich Leute darüber übelst aufgeregt haben und dass es wohl auch Leute gibt, die da geglitscht haben. Hast du aus dem Grund die Cowboy-Skin ausgewählt? Nee. Aber der passt passend dazu, ne? Nee, ich weiß, warum das ist. Wegen dem Wildwestsee oder wie? Ja. Oh, hier ist ein schönes Trommelgewehr, was ich da schon habe. Granaten sind immer gut, aber Stinkbomben sind eigentlich richtig OP in Solo. Also da wenn du in einen irgendwo nicht reinkommst so schnell. Ja, ich sortiere meine Waffen meistens erst ein bisschen später. Ah ja, stimmt. So machen das die richtigen Pros. Ja, bauen nicht möglich, ne? Ja, ja, ich bin das so gewohnt, dass ich den einfach hochbaue, ne? Ja. Aber auch irgendwie, gab's nicht auch irgendwie Leute, die ich dann doch geglitscht haben, dass sie irgendwie bauen konnten und so? Irgendwie hab ich da... Also ein bisschen was habe ich nebenbei so gelesen. Also dass es irgendwie eine also, Nicht-Bauen-Zone gibt und so, habe ich noch, auch noch gelesen. Es dann wohl irgendwie Leute gab, die ich da durchgeglitscht haben trotzdem. Ich weiß, wie es geht. Ich weiß, ich kenne den Glitch. Ja. Leute, soll ich euch den mal zeigen? Wenn ja, schreibt in den Kommentaren. Bruder, sag mal, hast du hier zu viel Fortnite-YouTube angeguckt? Jetzt zeigst du, wie das geht. Schreibt eh keiner in die Kommentare. Vor allem, du stellst jetzt 10 Fragen. Ja, und steht dir einmal ja. Ja, weißt du denn, auf welche Frage das Ja bezogen war? Hä? Nee, ne? Nee, aber erstmal muss ich hier rausgehen. Rausgehen. Mein Deutsch ist mal wieder komplett. Du weißt aber gar nicht, ob sie nicht schon mit dem neuesten Patch gefixt haben, ne? Nee, haben sie wahrscheinlich noch nicht. Und wenn aber es ja, gab schon einen Patch zwischendurch. Wenn nein, dann ist egal. So, guck mal. Weil es gab schon einen Patch zwischendurch Leute, jetzt. Diese sag, Woche. Ah ja, es lachen links. Siehst du, geht nicht. Okay, das haben sie schon rausgenommen. Ja, es gab okay. Ja auch schon ein Update in der Zwischenzeit. Weil sonst konntet ihr immer so machen. Und mit wem redest du überhaupt? Ja. Mann, sonst konnte man das so machen. Bruder, du hast eindeutig zu viel YouTube geguckt. Ja, wir mussten die Leute doch ein bisschen auf Trip halten. Bruder, welche Leute? Ich sehe keinen. Ja, dann guck dich mal um. Dann weißt du welche. Die Fliege, mit der im Hintergrund rumfliegt. Wo? Ich höre gerade ich habe gerade irgendwo eine Fliege gehört. Da höre ich ja schon wieder irgendwo fliegt hier rum. Der da vorne. Ist sogar eine Wespe. Warte, ich zeige mal den Ausgang. Da ist der Ausgang. Oh Leute, Stinkbomben sind immer gut, ne? Kannst du mal aufhören, so zu reden, Junge? Ich gönne den Schlipshaft kein. Kannst du mal bitte aufhören, so zu reden? Das ist voll weird. Kannst du bitte einfach ganz normal reden? Hier ist die neue Sniper, Leute. Ich hab gesagt, du sollst normal reden. Oh, ich liebe diese Sniper, ne? Die ist so stark. Also wenn du damit jetzt keinen Kill machst, ne? Dann weiß ich, wie stark sie ist. Bin ich total in stark. Deiner Hand. Die Granaten verballern wir gleich. Wieso? Du musst doch noch rüberspringen. Ja, ich weiß halt nicht.
Wir brauchen keine Hängegleiter, Alter. Nein. Wir sind OGs. Oh, nee. Du hast doch irgendwas genommen oder so, Junge. Also wenn du seit Season 0 spielst, fresse ich einen Besen. Hast du einen Besen dabei? Du spielst nicht seit Season 0, das weiß ich ganz genau. Weil ich weiß, dass du seit Season 6 spielst. Du Affe. Du musst das doch am besten wissen. Ich hab dir überhaupt Fortnite gezeigt. Ja? Erinnerst du dich noch daran? Ja? Deswegen hasse ich dich. Wieso? Weil du jetzt Fortnite-süchtig bist? Oder warum? Hast du mich jetzt? Weiß ich selbst nicht. Er hasst mich. Ich geh wieder GTA spielen. Ich glaube, ich sollte lieber wieder 9 Stunden GTA durchstreamen. Schlüpfsaft gönne ich hier keinen. Hast du schon mal gesagt. Bist du eine Schallplatte oder so? Den Schlüpfsaft gönne ich hier keinen. Achso, Leute, wenn ihr Loot seht, natürlich aufheben. Da ist jeder. Sag mal, hast du irgendwas genommen oder so? Ich glaube, die Leute, die sich Fortnite angucken. Leute, das sind die 3 Standardswaffen. Die müsst ihr auf jeden Fall mitnehmen. Ich glaube, Leute, die sich Fortnite angucken, wissen, wie dieses Spiel funktioniert. Das musst du denen nicht erklären. Oder heißt ja, du jetzt schon Zocker Sven? Jetzt weiß er nicht, wer das ist, ne? Wer ist das? Ich weiß, du kennst Fresh Torge nicht. Der hat aber letzte Woche so ein Video hochgeladen. Reaction-Video gibt's dazu auf unserem Kanal. Der wollte wirklich Leuten erklären, wie man einen Fishing-Simulator spielt. Also er hat so ungefähr so genauso geredet wie du, aber hat einen Fishing-Simulator dabei gespielt. Das Video war richtig nutzlich. Jetzt so, jetzt angeln wir einen Fisch. Ne, und der hat, genauso wie du gerade die Waffen erklärst hast, ist er so durch diese Fische, die es da gibt, so gegangen und so. Ja, diesen Fisch mag ich so, ne? Kann er das Video auch mal zeigen. Es war witzig. Reaction-Video könnt ihr euch dazu auf unserem Kanal angucken. Danke. Oh, der hat mir den Kill geklaut. Egal. Kleine Picke. Gleich umbringen. Genau. Wenn ich hier noch so habe. Der war gemein. Kleiner Pisser, Junge. Guck mal, so spielt Fortnite. Einfach von hinten ankommen. Ich hab gerade gepupst. Weißt du? Guck mal, der macht Hype. Ey. Junge, da ist noch ein Teamkollege von dir drin. Der hat auch einen Pfeil. Oder spielst du schon wieder gegen deine Teammates? Und willst sie überall runterschubsen, hä? Spielst du schon wieder gegen sie und willst sie überall runterschubsen? Oder was ist los? Leute, OG-Skin ist da. Das bin ich natürlich, Leute. Sag mal, kannst du jetzt mal mit deinem OG-Gaber aufhören? Du spielst seit Season 6, das weiß jeder, der sich die erste... Das weiß jeder, der sich die erste Fortnite-Folge mit dir anguckt. Weil du da zum ersten Mal Fortnite spielst. Also, kannst du jetzt bitte damit aufhören, weil da... Am Anfang war es ja ganz witzig, aber langsam ist es echt nervig. Wenn du andauernd so redest. Mach lieber ein Paket, so spannend. Oh, hart geprankt, Digga. So, Leute, wir haben die neue Shotgun. Aber du wurdest gerade hart geprankt von deinem Teamkollegen, ne? Du wolltest dich schön sneaky auf den Ballon stellen und den anderen umbringen. Und was macht er? Er öffnet den Loot-Drop, ne? Hart geprankt, ne? Also. Junge! Kleiner Pisser! Also, als OG-Spieler hättest du dir alle töten müssen, weil du ja so viel Skill hast, weil du seit Season neu spielst.
Hau, kannst du mal aufhören, die ganzen Chips zu inhalieren? Junge, die gibt's eigentlich gar nicht mehr. Also, warum auch immer habe ich die im Laden gekauft, aber ich habe da mal aufs Aktionsende geguckt und festgestellt, dass die eigentlich gar nicht mehr geben sollte. Weißt du, ich habe die vor ein paar Wochen im Angebot gekauft, ne? Aber die Chips, die Aktion ist am 28.06. vorbei gewesen. Wo du die PS4 gewinnen kannst. Die sind aber neu, ne? Also das ist eine aktuelle Sonderedition. Ey, weißt du noch, als wir das Riesenmonster zum Tanzen gebracht haben? Das waren noch witzige Zeiten. Da konnte man Fortnite noch wirklich spielen. Au, oh, da hat er den Frank 99 K.O. gehauen. Praktisch, dass er auch K.O. am Ende heißt, ne? Wie war das? Ehre genommen. Vorhaut genommen. Leben genommen.